Yo, moin Leute, und heute zeige ich euch mal wirklich einen richtig schnellen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Deluxo, also dieses schwebende Fahrzeug in irgendeiner normalen Garage. Ihr braucht natürlich wieder eine Basis, diese Basis muss natürlich voll sein und in der Basis braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Mein Tipp, nimmt den normalen Energy, der kostet im Internet nur 0 Dollar. Außerdem braucht ihr natürlich ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Dieses Fahrzeug darf natürlich nicht in der Basis stehen und muss auch in irgendeiner Garage stehen. Dieses Fahrzeug darf natürlich nur ein benutzerdefiniertes Nummernschild von der iShoot App haben. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Außerdem braucht ihr auch noch irgendein Pegasus-Fahrzeug. Ich habe für diesen Glitch einen Precade benutzt, der funktioniert wirklich relativ gut bei diesem Glitch, aber ihr könnt auch irgendein anderes Pegasus-Fahrzeug nehmen, Hauptsache es ist halt ein Fahrzeug. Aber das war schon alle Sachen, die ihr für diesen Glitch braucht. Aber bevor wir jetzt mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Daumen fürs Video da zu lassen, da wir selten so einen schnellen Money-Glitch hatten wie diesen hier. Aber für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr zum Beispiel in einer Freundes- oder Einladungssitzung und seid mit eurem Pegasus-Fahrzeug unterwegs zu eurer Basis. Seid ihr bei eurer Basis angekommen, müsst ihr eurem Pegasus-Fahrzeug auf den gelben Punkt von der Basis hinstellen. Steht er dann jetzt auf den gelben Punkt von der Basis, müsst ihr euren Deluxo bestellen bzw. holen. Ihr müsst natürlich jetzt sofort in den Schwebemodus. Und Leute, ihr müsst jetzt in diesem Schwebemodus bleiben bei diesem Deluxo. Was müsst ihr tun? Ihr fahrt jetzt einfach zu dieser Platte von der Basis. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Ihr müsst jetzt einfach ins Xbox bzw. PlayStation Menü. Seid ihr in diesem Menü drin, geht ihr wieder zurück ins Spiel. Und zack, die Meldung ist weg. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach mit dem Deluxo bzw. schwebt mit dem Deluxo einfach zur Seite, dass ihr nicht mal auf der Platte seid. Was müsst ihr jetzt tun, wenn der gelbe Punkt jetzt erschienen ist, nach ungefähr 5 bis 8 Sekunden? Ihr müsst jetzt einfach mit einer gemäßigten Geschwindigkeit über die Platte drüber fahren. Und zwar so, dass ihr auch wirklich safe wieder runter schwebt. So, ihr werdet natürlich jetzt eine Meldung erhalten, aber diese Meldung müsst ihr ein bisschen verharren, denn wir müssen warten, bis unser Auto, bis unser Deluxo wirklich von der Platte wieder runtergeschwebt ist. Das kann vielleicht ein paar Sekunden dauern, aber auf jeden Fall macht so lange, bis ihr euch sicher seid, ja, das dürfte jetzt soweit gut sein. Und dann bestätigt ihr die Meldung mit X. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr noch im Deluxo sein und seid nicht in der Basis. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach mit eurem Deluxo bzw. schwebt mit eurem Deluxo wieder zur Basis. Und zack, ihr werdet automatisch reingezogen, ohne irgendwie, dass eine Meldung kommt, dass die Basis voll ist. Irgendwie schon lustig. Was müsst ihr jetzt tun? Sobald ihr in diesem Menü seid, bzw. in dieser Ansicht seid, dass ihr ein Fahrzeug ersetzen könnt, drückt den Kreis und bestätigt diesen Abbruch mit X, so dass ihr kein Fahrzeug wechselt und so dass euer Deluxo zurück in eure Garage geliefert wird. Was müsst ihr jetzt als nächstes tun? Ihr geht jetzt einfach zu Fuß aus der Basis hinaus. Und sobald ihr draußen gespawnt seid, müsst ihr Dreieck wirklich spammen ohne Ende, dass ihr in eurem Pegasus-Fahrzeug einsteigt. In meinem Fall kam die Meldung sofort, aber Leute, ich habe noch gehört, dass meine Figur gerade am Einsteigen ist, deswegen hört auch genau hin. So, meine Figur ist jetzt scheinbar eingestiegen und jetzt könnt ihr die Meldung mit X bestätigen. Und wie ihr seht, passiert nichts. Und jetzt könnt ihr auch mit dem Pegasus-Fahrzeug vielleicht 1-2 Meter nach hinten fahren und dann aussteigen. So, dass es auf jeden Fall nicht direkt wieder in die Basis reingeht. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr bestellt jetzt euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, über den Mechaniker oder über das Interaktionsmenü. Und wie gesagt, Leute, meine Empfehlung, nehmt den LG Retro Custom. Habt ihr eurem Fahrzeug bestellt, müsst ihr es jetzt irgendwo einklemmen. In meinem Fall mache ich jetzt einfach hier. Natürlich müsst ihr jetzt auch Motorrad-Club-Anführer werden, da wir die Option Fahrzeug wieder einlagern brauchen. Seid ihr Motorrad-Club-Anführer und euer Fahrzeug ist eingeklemmt und werdet hin und her teleportiert, so wie ich, müsst ihr das Interaktionsmenü öffnen, müsst dann jetzt auf Motorrad-Club-Fähigkeiten gehen und ein Fahrzeug wieder einlagern. Jetzt müsst ihr aufpassen. Denn ihr müsst jetzt Dreieck und X gleichzeitig drücken, so gesehen einsteigen und das Fahrzeug wieder einlagern lassen. Und wenn alles funktioniert hat, sitzt ihr im Fahrzeug und das Interaktionsmenü hat sich geschlossen. Was müsst ihr als nächstes tun? Ihr fahrt jetzt einfach zur Basis und in den gelben Punkt hinein. Es wird jetzt eine Meldung kommen, dass die Basis voll ist. Und diese Meldung bestätigt ihr dann jetzt auch mit X. Obwohl jetzt oben links eine Meldung kommt, dass das Fahrzeug eigentlich nicht reingefahren werden kann, könnt ihr es reinfahren. Und ja, irgendwie total lustig und alles geht total schnell. Was müsst ihr denn jetzt als nächstes tun? Ihr platziert das euren LG Retro Custom auf das Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Beispiel einfach normaler LG und boom,
Euer Fahrzeug ist dupliziert. Und das war's dann jetzt auch eigentlich praktisch gesehen von diesem Glitch. Wenn ihr es noch weiter glitchen wollt, könnt ihr nach draußen gehen und jetzt immer ein Duplikat nach dem anderen reinballern. Aber was ist, wenn ihr mit den Glitchen fertig seid, Leute? Ganz einfach, ihr schließt jetzt GTA und startet es neu. Denn wenn ihr es nicht macht, seht ihr es hier bei mir und fahrt damit raus, werdet ihr automatisch aus der Karre rausgeschmissen und das war's dann auch schon. Die Karre verliert ihr zwar nicht, aber ihr könnt mit der Karre so lange nichts machen, bevor ihr nicht GTA neu gestartet habt. Ist euer GTA neu gestartet, könnt ihr es eurem Fahrzeug holen oder per Mechaniker rufen oder was auch immer. Und wir werden es jetzt einfach direkt verkaufen. In meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe $976.000, das bedeutet eine knappe Million pro Karre. Und wir haben pro Duplikat um die 4 bis 5 Minuten gebraucht. Und das ist schon richtig, richtig heftig, Leute. Und war dieser Glitch so wirklich so richtig heftig und ihr braucht kein MOC, keine Adventure oder sonst irgendeinen Schrott? Nein, weil dieser Glitch auch noch wirklich so schnell geht und so einfach ist, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, einen fetten Daumen fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, kann ich mich jetzt noch kostenlos abonnieren, damit keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.